Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Und natürlich hoffe ich, euch geht's wie immer gut. Und natürlich wünsche ich euch auch ein frohes Ostern, denn für euch ist heute Ostersonntag und ich hoffe, ihr habt einfach wunderbare Geschenke bekommen. Ich hoffe, ihr konntet Ostern trotz der Umstände gut feiern, habt den Tag soweit bis jetzt gut verbracht. Beziehungsweise, ja, vielleicht seid ihr auch gerade bei der Osterjause, dann wünsche ich euch mal Mahlzeit und lasst es euch schmecken. Ich jedenfalls bin heute unmotivierter denn je. Also bei mir geht gerade irgendwie gar nichts. Keine Ahnung. Ich denke mir gerade so, ja, es ist ein schöner Tag. Und das war's. Mehr denke ich mir gerade nicht. Ich möchte jetzt eigentlich irgendwie trainieren, aber nein, ich habe keine Lust. Ich kann es nicht sagen, warum. Aber es war heute irgendwie so ein chilliger, angenehmer Tag. Ja, ihr müsst wissen, es ist mittlerweile schon, ich glaube, es ist Mittag. Ja, ich weiß nicht mal, wie spät es ist. Aber der Vormittag ist irgendwie so verflogen, so ganz chillig und nicht so viel tun, ganz gemütlich. Jetzt wäre es halt irgendwie an der Zeit, irgendwas zu tun, so sportlich aktiv zu werden. Aber meine Ringe tun irgendwie nichts. Die liegen nur da am Boden und bewegen sich nicht. Und ich denke mir dann halt auch so, wenn die nicht wollen, warum soll ich dann? Deshalb Leute, entweder ihr gebt mir jetzt eine richtige Motivationsspritze und keine Ahnung was, oder ja, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie, ja, irgendwas sollten wir tun. Ich meine, ich habe mir heute auch schon überlegt so, es ist heute Karfreitag für mich. Und Karfreitag ist ja schon, ich will nicht sagen der strengste Fastentag, aber es ist ein strenger Fastentag. Ups. Es ist jedenfalls ein strenger Fastentag, oder? In der römisch-katholischen Kirchenreligion. Also, deshalb habe ich mir gedacht, okay, Franz, du hast heuer eigentlich keinen, also du hast nicht gefastet, ja? Die Fastenzeit endet jetzt ja, aber ich habe nicht gefastet. Ich habe ja damals gesagt in der Challenge, ich faste das Fasten. Also habe ich eigentlich doch gefastet, aber nein, ich habe so nicht gefastet und ich habe mir dann heute so gedacht, Franz, wie wär's, wenn du deine Schuld wieder begleichst und heute einfach fastest, und zwar Training fastest? Das wäre auch eine Möglichkeit, oder? Würde das alles wieder gut machen? Also so die ganzen 38 Tage Fasten, die ich nicht gemacht habe, würde dieser eine Tag das kompensieren, wenn ich jetzt das Training heute ausfallen lasse und das faste und halt dafür morgen erst mache? Habt ihr da eine Antwort drauf? Wisst ihr, ob das okay wäre? Ist es nicht? Das ist doof. Dann muss ich halt wohl die Ringe jetzt aufmachen. Und dann heißt es trainieren. Yeah. Aber eigentlich ist es ja so, ihr macht ja heute auch nichts, oder? Ostersonntag ist so ein Tag, da tut jeder nichts. Kann ich dann nicht einfach mit euch mitmachen? Warum sagt keiner was? Ihr seid echt gemein. Ich hätte mir jetzt Unterstützung von euch erwartet. So, ja Franz, mach mit uns mit. Und tu nichts. Aber okay. Wenn wirklich keiner was sagt, dann habe ich die Ringe jetzt mal aufgehängt und lass sie schwingen. Das zählt jetzt als Training, oder? Weil die Ringe bewegen sich. Und das deutet ja darauf hin, dass da jemand was gemacht hat, oder? Ich hab dich, Blacky. Du entkommst mir nicht, Kleiner. Bist gut geschlafen drinnen? Ja, und jetzt bist du bereit, hier draußen weiter zu schlafen, oder? So ein bisschen Sonne tanken. Jetzt ist es noch nicht zu warm. Ich habe hier wieder deine Schachtel. Warte, die sollte jetzt vielleicht ein bisschen in der Sonne stehen. Bitteschön, mach's dir jetzt schön bequem, Blöcki. Genieß die Sonne, solange sie noch nicht zu warm für dich ist. Oder bleib auch einfach sitzen und leg dich nicht hin. Nur mach das in der Schachtel. Hast auch recht. Aber ich wünsche dir jedenfalls viel
Spaß. Der Kleine ist halt so in der richtigen Stimmung. Der sonnt sich einfach und tut nichts. Ah, das mache ich heute auch, Leute. Weil es geht irgendwie gar nichts. Also das Training ist mittlerweile durch, aber keine Ahnung, ich habe, ja, vergessen es einfach. Es war einfach grauenhaft. Und auch so. Es ist heute auch so ein komischer Tag, weil Karfreitag ist so. Ich bin jetzt, ihr wisst, nicht der Gläubigste oder so, aber meine Eltern sind ein bisschen gläubig, oder gläubiger, aber man relativ Kirche gehen tun wir so auch nicht wirklich. Aber es ist einfach so, zu Karfreitag heißt es halt einerseits kein Fleisch essen, das heißt, ja, weil meine Mutter und mein, also vor allem meine Mutter möchte es, mein Vater will jeden Tag Fleisch essen, aber meine Mutter möchte, dass heute kein Fleisch gegessen wird, deshalb schließe ich mich an und esse kein Fleisch. Und andererseits ist es so, das spielt, ja, oder spiegelt ein bisschen so den Karfreitag immer wieder. Ich weiß nicht, ob die Regel stimmt oder nicht, aber am Karfreitag tut man normalerweise keine Erde aufarbeiten und so. Und ja, das wird dann halt gut und gerne von uns hergenommen, so in dem Sinn, okay, heute ist einfach ein Tag zum Faulsein. Weil, ja, am Feld wird nichts gemacht und irgendwie so, es ist Ostern, jeder kommt in Osterstimmung und das heißt, heute ist Pausetag. Im Kleinen ist es jetzt in der Schachtel da drüben zu warm geworden, weil die in der Sonne gewesen ist, deshalb, ja, hat er sich jetzt hier unter die Wäscheleine gelegt. Es ist jetzt gerade irgendwie so eine ganz angenehme, ruhige und friedliche Stimmung. Das ist einfach gerade so wunderbar herrlich und auch total entspannend, weil irgendwie, es ist so, ich sitze hier draußen. Ich meine, man hört ein bisschen den Traktor gehen, ja, so irgendwo da drüben. Aber ansonsten, es ist ruhig, man hört die Vögel und ja, es ist einfach gerade total entspannend, Leute. Also, es ist einfach wunderbar und ja, keine Ahnung, was ich sonst noch sagen soll. Es ist einfach nur zum Genießen. Es ist halt, wie ihr sehen könnt, auch kaum eine Wolke am Himmel zu sehen. Der Kleine ist mittlerweile munter geworden und tobt sich wieder ein bisschen aus. Und ich habe es mir eigentlich mittlerweile hier draußen echt richtig gemütlich gemacht. Also, ich meine, gut, ich wollte jetzt gerade sagen, die Sonne geht gleich unter. Aber die steht da noch ziemlich hoch oben am Himmel. Und so spät ist es ja noch nicht. Also wir haben es jetzt 5 Uhr ungefähr. Und ja, ich habe es mir, wie gesagt, hier ein bisschen eingerichtet. Einerseits meine, keine Ahnung, Yogamatte kann man nicht sagen, aber meine Matte hier rausgelegt. Da ist noch mein T-Shirt und so. Blacky erkundet wieder alles. Und da drüben kann man es erkennen, habe ich vorher so ein bisschen Videos bearbeitet und alles. Weil Blacky da vorher noch drüben gelegen ist. Man organisiert sich da halt ein bisschen, wenn Blacky die ganze Zeit jetzt draußen ist. Ist auch ganz angenehm, muss ich sagen, so draußen die Sachen zu erledigen. Wir schreiben heute Tag Nummer 26, meine Freunde. Und da ihr heute alle hoffentlich, wie schon am Anfang des Videos gesagt, schön brav Ostern gefeiert habt, schreiben wir heute als Thema, beziehungsweise wünsche ich euch allen natürlich auch nochmals frohe Ostern, meine Freunde. Genießt den Tag noch, lasst ihn schön ausklingen und tut, worauf immer ihr Lust habt und genießt es. Das ist das Wichtige. Oder Wichtigste. So heißt es richtig. Optimal. Das Ende ist ein bisschen komisch geworden, aber egal. Jedenfalls, meine Freunde,
So sieht unser Tagebuch bis heute hinaus. Und damit, meine Freunde, bedanke ich mich bei euch allen wie immer fürs Einschalten. Und ja, ich wünsche euch allen natürlich auch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend, beziehungsweise Tag. Und natürlich bleibt gesund, meine Freunde, damit wir uns auch morgen im nächsten Video wiedersehen können. Und bis dahin, ciao, ciao.